übers gelbe Gewänd, hier so rum wahrscheinlich, hier oben lang, bis zum Kramerspitz. Wir gehen jetzt einmal einkaufen, weil wir gleich loswandern. Man sieht auch schon das Gipfelkreuz. Ich drehe gleich die Kamera um. 5 Minuten von unserem Wohnort entfernt, da seht ihr das Gipfelkreuz. Und soweit ich weiß, wandern wir entweder den Kamm entlang oder den, wenn wir so weit kommen. Ich bin ganz kalt angezogen im Gegensatz zu den anderen Tagen. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben Sonnenschein, es war gestern nur am Regnen. Wir kommen jetzt zur... da. Den Weg geradeaus laufen wir hoch bis zum Berg. Ich weiß nicht, wie lange sind wir gelaufen? Ich glaube, 10 Minuten von unserem Hotel entfernt ist der Anfang, um den Berg zu besteigen. Also ich hechle jetzt schon, ne? Aber es ist hier normal. Immer so. Ja, das ist das Schild am Anfang der Tour. Und hier geht's zur Kramerspitze. 4 Stunden. Ich bin ehrlich, ich habe den Berg ausgewählt, weil ich dachte, wir laufen nur 2. Aber wir laufen jetzt 4. Mal gucken, wie das läuft. Also wir sind jetzt genau 15 Minuten gelaufen, ne? Ja. Intense, intense. Aber der Ausblick haben wir schon mal. Ja, okay. Ich habe da noch gar nicht so hingeguckt, bis ich die Kamera angehalten habe. Wir stehen hier an der ersten wichtigen Abzweigung. Auf dem Schild steht nichts und auf dem auch nicht. Und hier steht nicht, wo wir lang müssen. Und das ist 10 von 10 blöd. Besagtes Schild wurde auf dem Boden gefunden. Wir wissen wieder, wohin. Natürlich hoch. Unsere Pausensituation. Ich sehe jetzt schon voll fertig aus. Einfach mitten auf dem Weg. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange wir laufen. Aber es geht verdammt stark bergab und auf jeden Fall ist der Steinweg vorbei, wie man sieht. Und verdammt steil das Ganze und am Abgrund. Aber das ist eigentlich noch der einfache Weg, weil ich weiß, umso höher wir kommen, umso schwieriger wird es und steiler. Mal gucken. Momentane Situation. Wir haben, glaube ich, 600 Meter oder so, habe ich eben ausgerechnet. Das ist verdammt hoch, Leute, glaubt es mir. Ich meine, hier sind die Gipfelspitzen, die wir im Video zuvor schon immer gesehen haben, von ganz unten. Wir müssen natürlich noch viel höher. Also der Berg, wo wir hinwollen, ist wahrscheinlich hinter uns, irgendwo da oben. Und man läuft hier nur am Abhang lang. Und ich war, glaube ich, noch nie so erledigt. Also ich kann so gut wie nicht filmen, weil... diese Abhänge, das ist nicht mehr normal. Also ich habe das nicht so schlimm erwartet, aber das Wasserfall. Also das Problem ist, wir brauchen Wasser. Wir haben nicht genügend Wasser dabei, weil das kann man nicht schleppen. Aber ich glaube, der Wasserfall ist ein bisschen heavy, oder? Da können wir nicht hin. Ja, wir warten auf den nächsten. Heftig. Wir haben Wasser gefunden. Der Abhang. Wir haben tatsächlich eine Bank gefunden und haben uns auch schon entschieden, dass wir es wahrscheinlich nicht ganz hoch schaffen. Weil das Problem ist, wir müssen ja auch wieder runter und das ist fucking gefährlich hier. Und vor allem ist es auch nass. Na, und das dadurch auch total rutschig und es ist überall Geröll. Aber die Aussicht ist voll schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, mein Aussehen spricht für sich. Ich muss euch gleich mal den Ausblick zeigen, aber wir sind ganz weit oben. Also ganz, ganz weit oben. Und ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ey Leute, der Weg war so gefährlich. Und da unten kommen wir und sind hier durch... oh, das war einfach nur krank. Ach, ich heul gleich. Man hört's. Die haben wir getroffen. Ja, okay, let's go. Aber wo zum Fick wollen die hin? Weil bis zum Kramer dauert es noch 1,5 Stunden. Ganz ehrlich, wir machen das nicht. Scheiß drauf. Wir müssen einfach nur wieder heile wieder runterkommen. Weil ich weiß jetzt nicht, wo der Kramer ist, aber wir wussten tatsächlich nicht, worauf wir uns einlassen. Wir sind einen schweren Wanderweg gelaufen. Hier nochmal eine andere Rezension von jemandem, der den Weg gelaufen ist. Extrem lebensgefährlich, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Denn ansonsten ist man tot. Kann ich nur bestätigen. Leute, ratet mal, wer da ist.
schon am Brezel essen. Wir haben Panzertape gekauft. Klebe ich mir mein Handy an die Brust. Wir haben uns jetzt erstmal das Gesicht mit Sonnencreme eingecremt. Es ist so hell durch den ganzen Schnee. Ja, also das Handy an die Brust zu kleben, falls das gerade aufnimmt, funktioniert semi. Ich finde das witzig, wie du immer ganz weit links läufst und ich immer so voll träumerisch auf einmal im Abgrund stehe. Weißt du, was ich überlegt hatte? Eigentlich gestern Abend im Bett schon, dass wir ja einfach Mülltüten oder generell Plastiktüten über unsere Schuhe ziehen können. Und wir haben ja dann trotzdem den gleichen Komfort mit den Wanderschuhen. Kein Grip mehr, hast du recht. Aber trotzdem, könnte man provisieren. Aber ist mir jetzt auch egal. Ja. Abenteuer, ne? Ist echt schön, dass die Fußstapfen sind. Ja, hier nennen wir mal Sven. Genau, Sven. Sven hatte uns gesagt, wir können hier langlaufen. Können wir hier sonst kurz 2 Minuten rasten? Weil hier ist ein schöner Foto. Also da ist der Alpsee, genau. Ausblick. Da hinten ist der Alpsee. Man sieht ihn. Da kommen wir her. Also, wir sind von dort oben gekommen. Wie ihr seht, es ist Geröll, man rutscht ab. Es ist glitschig, wie sagt man? Teilweise, okay, gefroren nicht so. Obwohl, es ist auf jeden Fall glatt und gefährlich. Aber es macht Spaß. Wir füllen hier mal eben die Flaschen auf. Weil man ja das Wasser alles trinken kann. Und es schmeckt tatsächlich ganz normal und cool. Es ist tatsächlich immer noch gefährlich. Gefährlich as fuck. Also, ja, da gehen wir jetzt hoch und wie ihr seht, ist das alles eisig und rutschig und hast du nicht gesehen. Da kommen wir runter. Es ist wunderschön. Ich könnte mir nichts Schöneres wünschen, bin ich ehrlich. Wir haben es fast geschafft. Man kann Edeka sehen. Edeka! Tolle Brötchen. Geheimtipp. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder unten. Vorsicht, Füße. Das Beste nach einem solchen Wandertag. Oh, es ist kalt. Scheiße. Also ich bin mir sicher, es hat Minustemperaturen. Das kann nicht 0 Grad warm sein. Warm vor allem. Okay, reicht. Angenehm. Die momentane Situation. Wir sind vom Bergsteigen wieder zurück. Meine Beine tun mir weh, alles tut mir weh. Ich habe Blasen an den Füßen. Und jetzt wollten wir zum Badersee. Wir fahren mit dem Bus und wir haben Regensachen komplett dabei. Aber ist alles schwierig. Und wir wollen noch was zu essen bestellen. Und wir finden einfach kein fucking Dönerladen, der uns hier einen Döner hinliefert. Aber falls wir Bock haben auf Kalb, keine Ahnung, also hier gibt es ganz viel, vor allem Knödel. Ja, und die liefern auch alle nicht, ne? Warum auch? Ja. Badersee, kein Problem. Rheinau bei Regen. Okay, let's go. Da wollten wir rauf. Wir haben 1600 Meter geschafft. Der Berg allgemein ist round 1900 Meter hoch, also waren wir ungefähr so auf die Höhe, denke ich mal.
intens. Ich möchte nicht behaupten, dass es regnet. Scheiße. Aber es ist wunderschön. Der Badersee. Sehr, sehr schön am Badersee. Ich bin ehrlich, ich bin komplett nass. Also wirklich, meine Schuhe waren direkt nass. Ich habe ein komplettes Regenoutfit an und ich hätte sogar Winterstiefel gehabt. Aber ich habe mich für meine Sneakerschuhe entschieden und ja, irgendwie dumm. Okay, let's go. Also folgendes. Auf jeden Fall haben wir jetzt verpeilt, wann genau unser Bus kommt. Und es würde sich jetzt nur anbieten, nach Hause zu laufen. Und wir haben einen coolen Wanderweg gefunden, oder? Ja. Wollen wir da lang? Müssen wir wieder zurück. So, folgendes. Wir haben jetzt einen wunderschönen Waldweg gefunden, der nur 4 Minuten länger dauert. Der besagte Rosensee ist im Privatbesitz. Man sieht ganz selten Zäune hier in der Gegend, aber der Rosensee soll wohl geheim bleiben. Deswegen gibt es auch keine Fotos auf Google Maps drauf zu finden von dem. Das finde ich witzig. Nee, wir kommen da doch rum, oder? Echt nicht? Doch. Das ist ja witzig. Ja, moin. Rollstuhlfahrer haben wir dann, oder? Nee, also Rollstuhlfahrer, das... Wow. Schön. Dort ist das Rathaus. Felsen, Rathaus. Heftig. Ein Teich. Also, ja genau, da ist noch so ein Teich. Da gehen wir auch gleich nochmal hin, weil wir gucken wollen, ob da Fische drin sind. Ja? Ja. Hör mir auf. Besagter Teich. Die Häuser. Nochmal by the way. Mega cool. Also wir sind heute den Kramerspitz hochgelaufen. Aber wir haben irgendwie trotzdem noch voll viel Energie. Ich habe ja eigentlich auch Blasen an den Füßen, aber die merke ich gar nicht mehr. Vielleicht sind die Sneakerschuhe einfach 10 von 10. Keine Ahnung. Die Kirche. Cool. Das Ding ist, wir haben einfach nur eine Abkürzung durch ein Waldgrundstück genommen. Und stehen jetzt beim Rathaus. Die Kirchenglocke hat geläutet. Bayern Resort. Premium Urlaub. Fühle ich. Ich mag Züge. Eine schöne Zugaufnahme. Nee, also. Lassen. Ich sag mal so, Fun Fact, unsere beide Lieblingspizza ist Pizza Hawaii. Ich werde mir gleich eine Schmerztablette reinpfeffern. Junge, ich brauche gleich unbedingt. Ich muss gleich unbedingt eine Schmerztablette nehmen. Ich heule, wenn ich den Höhenunterschied sehe.